Hallo zusammen, ich bin's Lamia und heute habe ich für euch ein Get Ready With Me, ein Summer Look. Und da zeige ich euch, wie ich meine Locken style, was für Make-up ich trage momentan und was mein absoluter Lieblings-Sommerlook ist. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an. Ich benutze hier meinen NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer. Der hat einen Lichtschutzfaktor von 30 und hier mische ich zwei verschiedene Farben, weil das nicht so ganz meinen Hautton trifft, die eine und die andere Farbe. Deswegen mische ich das und verteile das über mein ganzes Gesicht. Das ist wirklich sehr leicht. Das ist sorgt einfach nur für einen ebenmäßigen Teint. Und die hellere Farbe trage ich nochmal sozusagen wie einen leichten Highlighter unter meinen Augen auf. Bei mir darf nie ein Concealer fehlen, deswegen trage ich den NARS Radiant Creamy Concealer, das ist mein Lieblingsconcealer. Und den trage ich einfach nur unter meinen Augen auf und auf meinem Nasenbein entlang und setze sozusagen die Highlights und kaschiere damit Augenringe oder Augenschatten. Dann geht es auch schon weiter zu meinen Augenbrauen. Ja, ich kann euch gerne eine Augenbrauenroutine machen, eine aktuelle. Ich trage meistens immer im inneren Bereich meiner Augenbraue eine hellere Farbe auf als auf der äußeren Bereich. So wirkt alles ein bisschen natürlicher, als wenn man jetzt im inneren Bereich eine dunkle Farbe aufträgt. Das wäre viel zu hart. Dann gehen wir über zum Puder. Ich pudere nur ganz dezent. Hier nehme ich einen kleinen Pinsel und husche sozusagen oder wische ganz leicht über die Foundation und den Concealer, weil ich bin kein so ein großer Fan von Puder im Sommer. Deswegen nur zum Setten ganz dezent und voilà, das war's dann auch schon. Wir kommen auch schon zu den Augen. Das Augen-Make-up ist mega simpel. Also ich trage hier erstmal eine Base auf, damit auch das Augen-Make-up hält. Im Sommer schwitzt man und die Augenlider werden leicht ölig, deswegen ich benutze hier den Soft Ochre von MAC und trage jetzt eigentlich nur zwei Lidschatten auf. Das sind hier so zwei Matte von Urban Decay. Einmal hier so ein leicht aschigeres Braun, das ist matt und das trage ich einfach nur auf meinem kompletten Lid auf. Ja, verblende das anschließend erstmal mit einem Blenderpinsel. Jetzt trage ich diesen Lidschatten auf, der hat so einen ganz dezenten Schimmer und wirkt auf der Haut auch leicht orangebräunlich und das benutze ich zum Verblenden, sodass ich einfach diesen leicht ausgesmokten Effekt habe und gehe nochmal mit einem sauberen Blenderpinsel drüber und sorge dafür, dass es wirklich ganz, ganz weich ausgeblendet ist. Jetzt gehe ich wieder mit dem aschigeren Braun an meinen unteren Wimpernkranz und trage das einfach direkt auf. Ich verblende das alles, sodass man diesen leicht ausgesmokten Effekt hat und ich liebe diesen bronzy Look im Sommer. Das sieht alles nochmal so schön aus und ich würde euch auf jeden Fall abraten, zu viel Glitzer zu nehmen im Sommer, weil das verläuft und dann habt ihr ganz viel Glitzer im Gesicht. Und so sieht es dann aus. Ich trage noch einen leichten Highlighter auf, der ist in so einem Satin Finish von MAC und trage das im inneren Augenwinkel auf. Da ich keinen Eyeliner aufgetragen habe in Schwarz, habe ich mir überlegt, einen bronzigeren Ton aufzutragen und hier ein Kajal von MAC. Der hat diesen leichten Gold-Bronze-Ton und den trage ich einfach nur entlang meines oberen Wimpernkranzes auf, damit die Wimpern nochmal verdichtet werden und dann gehe ich mit meiner absoluten Lieblingsmascara momentan über meine Wimpern. Sie macht sie wirklich sehr lang und trennt die Wimpern und deswegen liebe ich sie. Dann geht es auch schon direkt weiter. Ich kann einfach nie damit aufhören, meine Nase zu konturieren, da viele immer der Meinung sind, ich hätte eine Nasen-OP. Nein, hatte ich nicht. Das ist einfach nur the magic of Make-up. Und dann gehe ich natürlich auch noch mit dem Bronze über mein Gesicht. Das ist wohl der wichtigste Schritt, damit ihr diesen bronzy, sun-kissed Look bekommt. Und hier trage ich einen von MAC auf. Der hat eigentlich kaum Schimmer, nur ganz leichte Goldpartikel, damit dieser Glow entsteht. Und das trage ich einfach nur entlang meiner Schläfe auf und sozusagen in diesem Dreierbereich entlang meiner Wangenknochen, Kinnlinie und Schläfe. Und das war's dann auch schon. Dann natürlich darf der Blush nicht fehlen. Ich habe einen matten Peachy-Ton ausgewählt und den trage ich auf meine Bäckchen auf. Zum Highlighter. Beim Highlighter habe ich einen ganz leichten ausgewählt, der nur einen ganz dezenten Glow verleiht. Auf jeden Fall würde ich euch abraten, mit zu viel Glitzer über euer Gesicht zu gehen, wie schon vorhin gesagt. Und dann setzt ihr auch diesen schönen Highlight im Gesicht und euer Gesicht bekommt diesen sun-kissed glowy Look.
Zu guter Letzt kommen wir zu den Lippen. Ich trage hier erstmal einen peachfarbenen Lip Liner auf. Den trage ich ganz leicht über meine Lippen auf, damit man einen leicht fülligeren Lippeneffekt bekommt. Und das sorgt auch für eine gewisse Base, so hält auch der Lippenstift viel länger. Dann gehe ich über zu meinem absoluten Lieblings-Sommer-Lippenstift. Und zwar ist es der Watch Me Summer von MAC. Der ist wirklich sehr intensiv von der Farbe, wie ihr sehen könnt. Und ich trage den leicht auf und verblende meistens alles erstmal mit dem Ringfinger. So ist die Farbe nicht zu intensiv und ist auch sehr schön verblendet auf den Lippen. Das war es dann auch schon mit dem Augen-Make-up oder zumindest mit dem Make-up-Look. Ich wollte an dem Tag nicht wirklich glatte oder leicht gewellte Haare tragen, sondern Locken. Deswegen kommen wir jetzt zu den Haaren. Ich werde erstmal meine Haare durchkämmen. Das ist wohl das Wichtigste überhaupt. Keine Knoten kann ich gebrauchen bei meinen Locken. Dann gehe ich hier mit einem Produkt von Frizzies. Das ist ein Lockenspray und das sorgt dafür, dass die Locken nochmal ein bisschen definierter sind und das ist auch gleichzeitig ein Hitzeschutz. Dann nehme ich diesen Schaumfestiger hier und was ich immer mache, ich trage den Schaumfestiger natürlich erstmal auf meinen Kamm und so kämme ich dann das Produkt in die Haare ein. Ich finde, damit habe ich immer das beste Ergebnis bisher gehabt und deswegen seit Jahren mache ich das so. Wir sind auch schon fast fertig, dann mache ich meine Haare nochmal kopfüber und locke alles nochmal am Ansatz und knete meine Haare, sodass noch mehr Volumen entstehen und dann föhne ich meine Haare anschließend mit einem Diffuser. Zu guter Letzt kommen wir zum Outfit. Ich trage hier ein simples Skaterkleid vom H&M, war super günstig, ist luftig. Ich liebe es, kurze Kleider im Sommer zu tragen und das kann man ganz einfach stylen und natürlich auch ganz schnell überwerfen. Und ich nehme meistens zwei Paar Schuhe mit, einmal höhere und einmal flache. Und das war's dann auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr mehr solcher Get Ready With Me sehen möchtet, dann hinterlasst mir einen Daumen hoch. Alle Produkte, die ich verwendet habe, sind in der Infobox aufgelistet und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Schönen, und ich habe euch super, super lieb.